Und willkommen zu einer neuen Legende hier auf meinem Kanal. Ich raste einfach aus in meinem ganzen Herzen und Blut. Es ist wirklich Legende, es ist wirklich Legende, meine Freunde. Ich bin einfach nur gespannt, meine Freunde. Und ich kann es einfach nicht glauben, ob ich es einfach jetzt das weitere Mal versuche. Ich krieg gleich Gänsehaut und ich bin einfach nur überrascht und einfach nur überwältigt, dass ich es mich wirklich traue in diesem Jahr. Ich bin wirklich super unzufrieden. Ich bin so sauer auf mich selber, wie ich einfach... Ich hatte das Let's Play, ich habe dieses Spiel schon mal gespielt mit euch zusammen, aber es war so ein schlechtes Let's Play. Ich war so zufrieden dann im Nachhinein und ich habe mich so, so schlecht gefühlt, weil ich einfach es nicht mehr gebracht habe. Wegen diesem Dreckswaldtempel. Vielen Dank auch. Dankeschön, weil ihr so einen Dreckswaldtempel, ja, für mich leider entwickelt habt, das halt für mich ein bisschen zu schwer ist. Aber egal, meine Freunde. Das Wichtigste ist einfach jetzt, dass ich einfach jetzt mit euch zusammen eine weitere und auch hoffentlich wirklich vollständige Staffel mache und auch einfach ein wundervolles Projekt von diesem Spiel mache. Wir reden hier von keinem anderen Spiel, nämlich wir reden von The Legend of Zelda, wie man es auch nicht unschwer erkennen kann. Ocarina of Time für den 3DS, beziehungsweise Ocarina of Time 3D. Und ich bin sehr gespannt, wir spielen das normale Let's Play. Wir spielen es aber nicht ganz langweilig und wir spielen es nicht ganz normal. Ich habe mir heute einfach was ganz Spannendes überlebt, meine Freunde. Wir werden es nicht nur ganz normal spielen, dass ich nicht ganz so sauer bin. Wir haben es letztes Mal am 23. Oktober, wie man hier unten sehen kann, im Jahre 2018 gespielt. Ihr müsst es euch mal am Kopf fassen. Ich habe letztes Jahr das Spiel komplett einfach ignoriert. Ich habe vielleicht mal da und da vielleicht mal ein Spiel gespielt, aber ich habe dieses Spiel dennoch nicht angefasst, auch mit euch nicht, leider nicht. Aber heute, wirklich am 3. Januar, habe ich mir überlegt, Mensch, ich will dieses Let's Play endlich bringen. Ich habe es jetzt wirklich 2 Tage schon verschoben, weil das und das dazwischen gekommen war. Jetzt ist es wirklich der Zeit gekommen, wo ich einfach mal wirklich will, dass ich mit euch einfach jetzt schon dieses Let's Play wirklich einwandfrei Let's Play. Ich habe einfach so Bock drauf, meine Freunde, und ich bin einfach jetzt so gespannt. Ich höre auch auf zu labern. Ich bin gespannt und ich habe einfach nur eine emotionale Gefühlsreihe gerade oder auch einfach eine große Gefühlslage, weil ich einfach das Spiel spielen kann. Weil das Problem ist, ich will immer gucken, was ich hier oder wo ich eigentlich überhaupt bin in dieser Datei. Und dann können wir auch gleich weitermachen, meine Freunde. Also wir hören eben auf, gucken im rein ganz kurz. Genau, wir gucken im rein, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, können wir gerne nochmal aufhören. Aber das Spiel ist auf jeden Fall cool, meine Freunde. Und ja, bisher habe ich nämlich gespielt. Und das war tatsächlich das ganz normale Display. Aber ich habe nämlich in diesem Display, ja egal. Hier war ich auf jeden Fall stehen geblieben, meine Freunde. Ich weiß noch, wo ich stehen geblieben bin, meine Freunde. Gut zu wissen, dass ich bis hierhin gekommen bin. Und letztes Jahr habe ich dann es nicht gewollt, das Spiel. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt einfach mal so spontan die letzten Tage gedacht, komm, scheiß drauf, obwohl ich Zelda 2.0 am Start habe, obwohl ich Sky of the Sword am Start habe, obwohl ich was habe ich denn noch für das Blade am Start? Ich habe nur die zwei, ja, Breath of the Wild auch abgebrochen, aber Breath of the Wild habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf zu machen, meine Freunde. Ich werde es vielleicht irgendwann Let's Play, aber jetzt erstmal nicht. Irgendwann auf jeden Fall, aber jetzt heute nicht erstmal. Heute auch nicht. Ich werde Zelda Breath of the Wild vielleicht mal alleine spielen, vielleicht. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Egal, ich würde sagen, jetzt löschen wir die Datei, die wir gerade gesehen haben. Ich mir scheißegal, ob die Datei jetzt gelöscht ist. Die wird jetzt auf jeden Fall gelöscht, meine Freunde. Hier sehen wir nochmal am 23. Oktober. Ja, gerade habt ihr bestimmt auch am 23. Oktober gesehen. Aber ja, wie man sieht, habe ich gerade das letzte Mal am 3. Januar das Spiel gespielt. Egal, aber wir löschen jetzt einfach jetzt, meine Freunde. Wir löschen jetzt einfach jetzt, weil wir möchten ja auch jetzt einfach eine eigene Datei haben. Wir möchten es ja auch jetzt einfach mal gelöscht haben, weil wir auch dann eine Datei haben möchten. Genau, wir möchten einfach eine eigene Datei haben. Und deswegen beginnen wir einfach jetzt, meine Freunde, mit diesem coolen Let's Play. Und eine ganz gute Info noch an euch und noch einfach an uns, meine Freunde. Es ist nicht nur ein ganz normales Let's Play. Ich nehme mir wirklich dieses Mal dieses Let's Play vor. Wir werden die No-Skip-Challenge ausprobieren. Das heißt, ich darf nicht sterben. Wenn ich einmal sterbe, dann wird das Let's Play aber nicht... Dann wird das Let's Play aber nicht unterbrochen. Ich werde mir dann es so überlegen, wenn ich einmal sterbe, dann habe ich die No-Skip-Challenge verloren. Aber ich mache das Let's Play dann ganz normal weiter. Wenn ich einmal sterbe, dann bin ich selber schuld. Ich gucke mal, wie lange ich auch einfach durchhalte, meine Freunde, in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Also, ja. Also, ich habe auf jeden Fall Glück erklärt, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt und ich habe einfach nur ein emotionales Gefühl gerade. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Jahr einfach ein Top-Game wird und auch einfach ein Top
ja wird, weil ich hab einfach so viel Bock auf emotionale Spiele und da gehört einfach mir auch, da gehört mir auch einfach Mario und da gehört mir auch einfach Zelda Ocarina of Time und auch zum Beispiel Mario 3D Land. Ich werde auch mal bei 3D Land auch mal jetzt planen, aber es dauert ein kleines bisschen, weil ich das auch mal anfange. Egal, ich würde sagen, jetzt beginnen wir auch mal jetzt hier. Meine Fresse, ich brauche nicht zu lange, um meinen Arsch zu bewegen. Sorry. Jetzt geht's los, meine Freunde. Jetzt geht's los, ohne nicht zu labern hier. Komm, also. Jetzt geht's los, meine Freunde, mit meinem Mario Ta. Mit meinem Mario T-Namen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's weiter, meine Freunde. Also bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ansprechbar bin, weil ich einfach jetzt mal versuchen möchte, diesen. Ja. Diese Let's Play einfach jetzt mal zu beginnen, meine Freunde, nach locker 5 Minuten Quatsche. So, ich habe gerade meine Datei gestellt, meine Freunde, um kurz vor 11:30 habe ich gerade meine Datei eingestellt. Aber ist egal, danke schön. Es war vor Ewigkeiten, es war vor Ewigkeiten. Seit am Beginn der Zeit wacht der Sikobaum. Und jetzt wird's spannend. Ich habe einfach so Bock auf das Spiel. Ich habe es auch abgebrochen beim ersten Mal. War einfach sehr ärgerlich, fand ich aber. Aber ist egal, jetzt haben wir einfach eine neue Chance bekommen. Und jetzt werden wir versuchen, wirklich auch uns gute Mühe zu geben. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkorenen, dessen Bestimmung es ist. Okay. Ja, das schlägt mal wieder ein bisschen gruselig, aber verstehe ich auch. Ist ja auch nicht mal alles gut in dieser ganzen Welt hier von Ocarina of Time. Verstehe ich auch. Jetzt geht's erstmal Atmosphäre pur hier. Und der Ganon ist am Start, dieser kleine Drecksack, der Drecksie. Drecksi-Decki. Okay, sehr spannend. Okay, sehr gruselig, aber kann man das machen, ey. Jetzt geht's bald los auf jeden Fall. Vielen Dank, genau. Laufe, vielen Dank. Navi, wo bist du? Erscheine bitte. Erscheine bitte. Ich bin so traurig. Ich kann ohne dich nicht. Ich kann einfach ohne dich nicht mehr. Bitte. Bitte. Helf mir. Und meine Freunde, und diesmal werde ich übrigens auch versuchen, auch gut zu kommentieren, weil ich weiß nämlich ganz genau, auch das tue auch gerade. Warte, sorry. Endlich hat die Grafik funktioniert. Ey, es tut mir leid, meine Freunde. Ach, egal, wie auch immer. Ich würde sagen, ich werde dieses Let's Play wirklich gut hinbekommen. Wenn ich das Let's Play nicht aktuell bringe und wenn ich es nicht aktiv bringe, dann könnt ihr mir gerne auch, könnt ihr mich auch gerne ein bisschen hetzen, weil ich will auch das Let's Play wirklich in diesem Jahr beenden. Wenn ich dieses Let's Play dieses Jahr wirklich nicht beende, dann raste ich aus, meine Freunde. Ich raste wirklich aus, meine Freunde. Es tut mir wirklich so leid, meine Freunde, um das Spiel auch. Ich will einfach dieses Spiel einfach gut hinbekommen und einfach nicht mal so viele Fehler machen, meine Freunde. Deswegen, ich will einfach mich gut konzentrieren können, meine Freunde. Deswegen. Ich gebe mir einfach Mühe, okay? Verspreche euch. Egal, jetzt versuchen wir einfach mal ein bisschen mehr. Das ist ja auch mal hier Spaß und auch Mühe zu geben beim Vorlesen. Wie ich halt es auch schon vor ein paar Monaten gemacht habe bei anderen Let's Plays. Und auch bei diesen ersten Staffel 2 oder bei diesen 1, bei diesem Staffel 1 Projekt. Das war auch gar nicht mal so schlecht, die ganze Vorlesung, die ich halt auch gemacht habe. Aber ist egal, so wie auch immer. Navi hole Fee, höre die Worte des Deko-Baums. Höre die Worte des Deko-Baums. Machen wir. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht und die Grafik hat auch gerade endlich funktioniert. Ach, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr mir so viel Glück bringt und dass ihr einfach nur so viel mich einfach an mich glaubt. Das ist einfach nett von euch. Vielen Dank. Einfach sehr nett von euch, dass ihr einfach mich auch einfach unterstützt und dass ihr einfach nicht nur einfach denkt, dass ich einfach immer nur eine falsche Vorstellung habe. Ich habe auf jeden Fall eine richtige Vorstellung, um das Let's Play auch einfach gut hinzubekommen. Um es jetzt auch einfach gut hinzubekommen, wie auch immer. Hier die Kreaturen. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich überlege auch gerade schon im Nachhinein. Wie spricht man es einfach aus? Wie spricht man es auch einfach aus? Weiß ich gar nicht. Wie spricht man es aus? Diese komischen Worte. Die Kreaturen, glaube ich, ne? Oder Kreaturen. Nee, Kreaturen. Der Nacht sammeln sich um das Schicksal, um das Schicksal Halvus zu besiegen. Für lange Zeit war der Kokirewald. Jetzt will ich mich aber auch echt mal konzentrieren auf diese ganze Text hier und auch auf diesen ganzen Text, weil ich einfach mal auf. Man möchte mich einfach mal einmal abstinenten. Also es werden versuchen auf jeden Fall und auch immer und auch immer bei diesem ganzen Text einfach mal zu konzentrieren, weil ich einfach immer jedes Mal mich einmal ablenken werde. Aber jetzt werde ich versuchen, wirklich auch mal immer 100%ig auf das Text geleteter vorzubereiten. Und auch einfach mich darauf zu konzentrieren, meine Freunde. Also danke schön, dafür, danke. Der Schatten des Unheils dran hinderte das Land zu erobern. Okay. Das verstehe ich schon auf jeden Fall. Sehr gerne. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Maschinen zu bannen, Menschen zu bannen, sorry. Die Zeit, die Scheiße, die, ach Scheiße, sorry, meine Freunde, die Sorry, die Sorry, die Sorry, ja, die Sorry.
Entschuldigung, die hat man nicht angenommen, weil ich mich hab. Ich hab mich gerade so fucking scheiß benommen. Die Zeit ist einfach. Und ja, so. Die Zeit scheint einfach sehr, sehr scheiß und auch sehr, sehr scheißstressig zu sein. Genau richtig. Jugend. Und rein. Hi, des Jungen sollen Heilwo wieder auf den Pfad des Lichtes bringen. Denke ich auch. Dankeschön. Allah für vielen Dank. Lavi. Navi, geh nun, finde unseren Freund. Und sorry, weil ich immer mit der Grafik hier rumspiele, aber ist egal, meine Freunde, ist egal. So wie auch immer. So wie auch immer. Du musst einfach jetzt mal funktionieren hier, du coole, coole Vieh, ey. Finde unseren Freund und geleite ihn zu ihm, und geleite ihn zu mir, wenn es okay ist. Bitte, versuch es einfach zumindest, okay? Vielen Dank. Meine Zeit ist fast vorüber. Wir bleiben nur noch wenige Stunden. Fliege, Navi, flieg bitte. Ich hab so Angst, bitte. Mach einfach nichts Dummes und bitte mach doch auch, was ich dir einfach sage, bitte. Das wäre einfach so lieb von dir, das wäre einfach so lieb von dir, wenn du es einfach machen würdest. Bitte, ich habe einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit hier zu warten und dass die ganze Welt einfach im Untergang beweiht. Lieg in den ganzen, liegt in den ganzen, liegt in den ganzen Händen dieses Jungen, diesen Jungen. Oder auch dieses ganze, ja, Freundschaftslabere oder auch einfach dieses Vermögen. Wenn man einfach eine Freundschaft hat, dann kann man auch einfach eine gute End Phase beginnen und auch einfach eine Endphase einfach mal versuchen gut zu beenden. Das ist auch wichtig, meine Freunde, weil Freundschaft manchmal auch wichtig, dass man manchmal auch einfach zusammenhält und dass man einfach ein gutes Ende bekommen kann von einem coolen Let's Play einfach oder einfach von einem coolen Spiel hier. Okay, was haben wir eigentlich am Start, meine Freunde? Ein ganz normales Haus und da wohne ich auch wohl, meine Freunde. Ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Meine Güte, ey, ich bin auch am Pennen, aber ich verstehe es ja auch. Ich bin manchmal immer müde. Hallo Marit, ja, ich weiß, ich wache ja schon auf. Ich wache ja schon auf. Du musst es ja mir nicht sagen. Du musst es ja mir nicht sagen. Ich bin schon am Verblühen. Ich versuche gerade schon auszustehen, aber ich bin nicht so die Kraft. Ich habe heute Morgen auch versucht zu schlafen, aber ich wollte nicht aufstehen. Ich wollte nicht aufstehen, weil ich noch so kacke müde war und noch so voll war aufzustehen. Manchmal tut man auch einfach als Mensch so, dass man schläft aber gar nicht, weil man einfach schon gewacht wird, geweckt wird man nicht. Das hat man manchmal schon, weil so ein Spiel zum Beispiel auch über diesen coolen Spiel, dass man manchmal auch einfach geweckt wird, aber man tut so, dass man noch schlafen will. Dann kann man einfach den ganzen Scheiß machen, wie ich es auch heute Morgen gemacht habe. Einfach meine Augen zugemacht und einfach heimlich einfach weiter geschlafen und einfach heimlich so weiter getan. Genau. Vielen Dank, dass man das einfach verstehen hat. Hatte ich zu dich gerufen, oder? Ja, ich glaube schon, dass der Baum ja zu sich gerufen hat und auch einfach mich, dich oder dich so gerufen hat. Verstehe ich. Los, komm schon. Ja, ich komm schon. Auf Anhieb kann ich nicht kommen, weil ich halt immer so aufgeregt bin, kann man sagen. Soll die Zukunft Heilwo ist wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Weiß ich nicht. Also es kann sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher, meine Freunde. Aber ihr müsst wissen, auf Anhieb kann ich auch nicht einfach aufstehen. Auf Anhieb, da kann ich echt mal. Kann ich mich echt erstmal so. Ich kann mich vielleicht bewegen schon. Wenn ich also fast wach bin, kann ich mich vielleicht so ein bisschen schon bewegen. Aber ich kann mich nicht einfach. Ich kann mich nicht sofort einfach. Ich kann mich einfach nicht sofort auf einmal dann wieder so wecken und dann kann ich nicht einfach auf einmal so schnell irgendwie auch meine Beine bewegen, dass ich auch einfach sofort auch einfach einschlafen kann. Das kann ich einfach nicht. Ich kann einfach nicht sofort aufstehen, wenn ich einfach schon eingeschlafen bin oder wenn ich einfach wieder aufstehe. Das geht einfach nicht. Bei mir kann ich nicht einfach so schnell, wie ich es gerade, ja, wie ich wollte. Da, ich kann einfach so schnell einfach nicht aufstehen, weil es einfach so schlimm ist. Nein, ich bin so aufgewacht. Ich bin Navi, der Deckobaum hat entwarnt mich. Ich habe jetzt zu begleiten. Schön, ich kenne es ja. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es auf jeden Fall. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Ich stehe also endlich auf. Ja, mache ich. Dann, ja, ich habe jetzt echt eine Viertelstunde lang geredet, aber egal. Das war halt meine Schuld, meine Freunde. Tut mir leid. Weil ich halt so lange gelabert habe, aber ist egal. Warte mal eben. So, was geht los? Und das Coole ist, wir haben eine 3D-Sicht und ich glaube, ja, auch im Original ist auch eine 3D-Sicht. Aber das Coole ist einfach, dass das erste Mal wirklich auch 3D. Also in der N64-Version konnte man sich auch so bewegen wie hier, glaube ich jedenfalls, aber nicht so schön wie hier, weil hier hat man auch so eine Sicht zum Beispiel, so eine Sicht und so eine Sicht hat man auch einfach, ja, sehr cool. Das ist auch übrigens auch unsere Wohnung oder auch unser, ja, unser kleines Hüttenhaus oder auch einfach unsere kleine Hütte hier, wo ich einfach wohne.
Das kann man sagen. Und da ist eine coole Frau. Wow. Da ist eine coole Frau und die würde auch Hallo sagen. Natürlich sagen wir auch Hallo gegen morgens natürlich. Man sagt natürlich auch Guten Morgen morgens, genau. Guten Morgen, Marite. Natürlich. Ja, was gibt's denn hier? Meine Güte, ich mache so dolle Spaß gerade hier. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen mehr entspannter auch. Also ich bin einfach ein bisschen mehr entspannter jetzt hier, weil ich habe nämlich gerade auch einfach zu viel gelabert. Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich konnte dann nicht viel, weil ich einfach. Ich war einfach so aufgeregt, ich war einfach so aufgeregt, einfach über das Spiel oder einfach hinaus, war einfach so super, super, super drauf aufgespannt, wie ich das einfach gespannt, sorry, wie das einfach gespannt oder wie ich es einfach so gut hinbekommen kann, wie ich es einfach so gut hinbekommen kann oder so. Ja, ich habe es auf jeden Fall gut gemacht, denke ich auch. Habe ich gar nicht mal so schlecht gemacht, aber ist egal. Wie auch immer, hey, ja, hey, guten Morgen, du gute. Celia, ich glaube, du hast Celia, oder habe ich das Gefühl? Doch, ich glaube schon. Ich habe mich jetzt, glaube ich, nicht getäuscht, ne? Glaube nicht. Endlich hast du auch eine Fee. Ja, cool, oder? Finde ich auch cool, dass ich eine Fee habe. Ich weiß nicht, ob die Fee auch mir gehört, aber ich glaube, sie hat mir jetzt zumindest gesagt, ich soll jetzt erstmal zum Dekobaum gehen. Also heißt das, dass ich auf jeden Fall jetzt für den ersten, zu den ersten, ja, für den ersten Tag auf jeden Fall erstmal eine Fee habe. Wo, das ist ja toll. Wow, das ist aber toll. Das freut mich aber auch echt sehr. Ja, auf jeden Fall. Mir auch. Nun bist du wieder ein wacher Kirikiri, Maruti. Denke ich auch. Vielen Dank. Es ist wirklich wahr. Der Dekobauer möchte, dass du zu ihm kommst, dass du zu ihm kommst. Es ist eine große Ehre, vor dem Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum wartet oder hat auch dich gerufen. Gut, dann machen wir es einfach jetzt mal, dass wir uns auf den oder zum Dekobaum befinden oder auch einfach bewegen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall auch so richtig drin in diesen ganzen Let's Play kommentieren. Meine Fresse, habe ich einfach mal wieder so Kock und so Kack und so. So schön, so schön Kockkacki. So Koki, Koki, Koku, Koku. So Kuck, so Kokikack. Ja, so Keks, ich habe manchmal hab ich immer das Gefühl, dass ich immer so komisch Keks krumm in meinem Mund habe, aber nee, ich habe einen ganz normalen freien Mund und der Mund, der ist auch gerade befreit und ich habe ja auch gerade eine richtig freie Nase und ich habe eine richtig gute Mund. Ich spreche gerade, also ich kann auf jeden Fall ganz gut das gerade nicht unterhalten mit euch zusammen, obwohl ich manchmal denke, ich habe manchmal immer so Kekskribbel oder sowas Keks oder sowas Dreckiges in meinem Mund, wo ich halt irgendwie ich nicht ganz so gut aussprechen kann, aber ich kann es ja gut aussprechen, weil ich einfach ich konzentriere mich auch nicht beim Kommentieren. Mir ist ja auch wichtig, dass ich auch einfach euch so gut kommentieren kann, dass ihr auch mich versteht, meine Freunde, das ist ja auch ganz schön wichtig. Mir ist es auch genauso wichtig, wie auch ihr es euch oder wie auch ihr euch das auch einfach vorstellen. Für mich ist es auch genauso wichtig. Ich kann es nicht mehr einhalten, aber ich versuche es da auch einfach gut hinzubekommen. Wie auch immer, jetzt, ihr sagt uns, also hier sagt uns einfach gerade, ja, so ein junger Mann sagt uns einfach gerade, wir sollen den Augenbutton da drauf drücken, um halt irgendwie die Kameraperspektive, habe ich hoffentlich auch richtig ausgesprochen. Ja, wie auch immer, ich soll das irgendwie machen, um meine Kamera sich auch zu ändern, mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, kann ich machen, meine Freunde, kann ich echt sehr gerne machen. Kann ich sehr, sehr gerne machen. So, egal. So, in so komischen Gegenden kann ich auf jeden Fall das sehr gerne machen. Sobald du siehst, will dir deine Fee-Navi etwas mitteilen. Aktiviere, um ihr zuzuhören. Kann ich machen. Vielen Dank, genau. Willst du wissen, wie man, ja, mach mal, warte mal. Hier, warte mal, das mache ich immer mal. Das hätte ich ja mal eben vor hier für euch. Und auch für mich in geschlossenen Räumen wie diesen wechselst du zu Vogelperspektive an unseren Orten und auch an anderen Orten halt nicht. Okay, gut zu wissen. Also an diesen Ort geht es dann wie doch. Okay, cool. Man kann sich so bewegen und auch so, ne? Cool. Meine Güte. Ich habe, glaube ich, diese ganze Vogelperspektive. Ich kann dieses komische Wort nicht aussprechen. Nee. Perspektive. Ach, egal. Ja, habe ich gar nicht so doll benutzt, glaube ich, oder? Bei meinen einen, ja, habe ich halt eher selten gemacht, glaube ich, auch bei mir. Auch bei meinem emotionalen ersten Moment halt in Ocarina of Time. Habe ich es bestimmt auch eher selten benutzt. Die Symbole vor allem Punkt auf dem unteren Bildschirm und ja, sind halt einfach deine Felder, deine Itemfelder. Damit kannst du halt ganz viele Verwendungen machen. Du kannst zum Beispiel eine Schleuder oder sowas einfach auf deinen, weiß ich auch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit kann man zum Beispiel irgendwas nicht. Da kann man auf jeden Fall irgendwas hin tun, um halt irgendwas zu benutzen. Man hat ja nicht nur leere Hände, kann man sagen. Wir haben ja auch manchmal Sachen bei uns in der Hand oder bei Link ist halt auch einfach dann was los, weil halt auch verschiedene Sachen ja, einfach findet. Nicht nur
Nicht nur er hat ein cooles Abenteuer oder wir erleben ein neues oder ja ein ganz cooles Abenteuer, sondern auch unsere Items, die kommen ja auch mit auf die Reise, meine Freunde. Nach und nach kommen unsere nachreichenden, coolen und nach geilen, ja, sehr guten Sch oder Items einfach mal mit. Und die werden wir auch dann immer schön unten rechts da auf den Touchscreen tun. Hey Marty, schau doch mal zu mir herauf. Auf jeden Fall, sehr gerne. Mit L schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Ja, kann ich ja machen. Kann ich gerne machen, wenn du willst, kann ich machen. Wenn du es mir auch schon so schon gesagt hast, dann kann ich dir sehr gerne erfüllen. Und ich habe es jetzt so gemacht, wie du es wolltest, hoffe nicht. Ich habe es gut gemacht. Das freut mich sehr, dass ich das gut gemacht habe. Das freut mich sehr. Dies war mit Hilfe deiner Fee übrigens möglich, weil ohne Fee geht es leider nicht. Deswegen, das tut mir sehr leid, dass du nicht ohne Fee kannst. Aber ohne Fee kannst du halt nicht so gut schön blicken wie mich. Also, man kann ohne Fee jetzt nicht so schön gucken. Okay. Ich dachte, man kann ohne Fee auch überall hinblicken, wo man kann. Aber man kann wohl nicht so schön gucken, wenn keine Fee hat. Oder kann man jetzt doch ohne Fee gucken? So schön gucken, wie man halt einfach jedes Spiel. Ja, das ist komisch, ne? Es hat ein bisschen komisch gemacht, aber egal, man kann es auch einfach verstehen. Wie schön, dass du auch endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L, um dorthin zu reisen. Drückst du L und wählst jemanden an, kannst du mit dieser Person sprechen. Okay. Machen wir. Ich habe auch die Musik so gerne gehört. Na, auch diese gut. Ja, dieses auch gut. Dieses schöne Musikinstrumentstückchen. Oder auch diese coole, ja, Atmosphäre in der Musik oder auch in diesem komischen Laden hier, in diesem lustigen Laden, weil hier brauchen wir nämlich auch ein Schild, um weiterzukommen. Wir müssen nämlich ein Schild kaufen, aber wir brauchen dafür 40 Rubine. Wir haben bisher übrigens 12 Rubine, wenn ihr wissen wollt, wie viel haben wir. Ja, wir haben 12 Rubine bis jetzt. Und ich weiß ganz genau, wie wir die ganzen Rubine uns ja einfach erschaffen können. Wir können nämlich hier hoch. Also wir müssen immer so rumlaufen. Aber wie geht's doch nicht? Warum geht's nicht? Hat nicht geklappt, ne? Ganz komisch, ganz komisch. Ich versuche mal eben ein bisschen Geld zu erschaffen, weil ich glaube, ohne euch wäre es ein bisschen langweilig. Also ich glaube doch eigentlich, ich mache eben ohne euch ein bisschen Geld. Ich versuche mal eben ein bisschen Geld zu gewinnen. Ich versuche mal eben ein bisschen kleines Geld zu gewinnen, meine Freunde. Deswegen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich kurz vor den 40 Rubinen stehe. Okay, meine Freunde, ich habe jetzt gerade nochmal 5 Rubinen bekommen, als ich hier gesprungen bin. Okay, sehr gut. Sehr schön. Okay, dann machen wir weiter, meine Freunde. Vielleicht. Jetzt muss es gehen. Ja, endlich haben wir es geschafft. Dankeschön. Ja, endlich haben wir es geschafft, meine Freunde. Richtig gut, die auch abzuleisten. So gut, sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Aber ohne Scheiß, es macht zwar nicht viel Spaß mit, also ohne euch halt, aber wenn ich so weitermache, dann ist doch alles gut. Wir haben es nämlich gerade mal locker mehrere Rubine auf einmal hinbekommen oder auf einmal einfach gesammelt. So muss es sein. Ich bin so froh, dass wir halt auf einmal so viel gesammelt haben. Und zack. Und die nächste Rubine haben wir bekommen. Ja, sehr gut, das freut mich sehr. Dankeschön. Aber ohne Scheiß ist das nicht gut gemacht, meine Freunde, dass ich einfach ohne euch jetzt das Ganze hier mache, weil ich glaube, ohne euch oder mit euch wäre es, glaube ich, ein bisschen langweilig für euch. Wo es halt mit euch ein bisschen mehr Spaß macht. Aber egal, ich kann ja immer sehr gerne. Ich konnte ja immer sehr gerne. Das ist in Ordnung, wenn ich das machen kann und wenn ich es auch machen sollte. Und wenn ich das für richtig halte, dann würde ich sagen, das ist ja auch gut, dass ich es gemacht habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall die 40 Rubine voll, meine Freunde. Sehr gut, Dankeschön. Sehr gut, danke schön. Jetzt gehen wir auf jeden Fall das Schild kaufen, meine Freunde. Sind wir wieder. Sehr gut. Sehr schön. So, jetzt geht's los, meine Freunde. Und die Let's Play, wie auch immer. Wir haben jetzt übrigens unser, ja, wir können uns auf jeden Fall jetzt unser Schild leisten, unser Deko-Schild. Weil wir jetzt gute 40 Rubine insgesamt haben, um halt unser coole, oder einfach unser Schild hier zu leisten. Das war gut. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte früher übrigens ja nicht so viel Geld versucht, oder auch einfach so viel Geld auf einmal bekommen. Weil ich musste wirklich früher lange warten, um auf alle zu kommen. Aber es geht schon, meine Freunde, es geht schon. Der Deko-Schild. Berühre den Schild im Ausrüstungsmenü, um ihn auszurüsten. Oder wähle ihn durchdrücken von Sheetpad aus und drücke dann B. Okay, machen wir auf jeden Fall sehr gerne. Aber jetzt erstmal, ja, warte mal, nee, ich glaube, ich brauche auch mal nichts mehr kaufen. Ich habe jetzt nur noch so Rubine übrig, aber das Gute ist, wir haben einfach ein Schild. Und das Schild werden wir gleich ausrüsten, wenn ich es unbedingt brauche. So. Wo waren wir denn noch nicht? Also ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Habe ich das Gefühl. Hier, oder? Doch, hier waren wir schon drin. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Weil da. Nee, hier war ich echt noch nicht drin, meine Freunde. Aber ist egal, hier sind echt Herzen drin. Ja, cool. Wie cool ist das denn, meine Freunde? Das ist die andere Perspektive. Okay, sehr gut. Na gut, dann haben wir auch hier alles gesehen, meine Freunde.
Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal den Weg, den ich auch gehen möchte, meine Freunde. Nämlich jetzt müssen wir unser gutes. Ich sage jetzt noch nicht, was wir jetzt machen oder was ich einfach jetzt machen möchte. Ach, hier gibt es auch noch Rubine. Okay, wusste ich gar nicht. Dann hätte ich die auch einfach mitnehmen können, aber egal. Ich habe halt jetzt hier 6 bis 7 Mal ungefähr die Ladung, die ich halt gerade mache mit diesem Springer da. Man konnte nämlich auch da ganz einfach sich Rubine farmen und dann einfach versuchen, so gut und auch so schnell wie möglich auch einfach diese Rubine einfach zu gönnen. Und hier ist, glaube ich, der gute Wald, aber da ist, glaube ich, noch nicht unser Glück, oder? Kann es sein, meine Freunde? Ja, wir können einfach jetzt mal hingehen, aber ich glaube, wir müssen noch nicht hin. Und ich glaube, das ist noch unser. Das ist der falsche Weg, meine Freunde. Wir müssen jetzt erstmal zum Scheiß. Ihr wisst schon, was ich hier muss. Ich will jetzt erstmal unsere Waffe holen. Unsere Waffe, die wir brauchen, um weiterzukommen. Und das ist nämlich ein. Ihr müsst euch, ich sage jetzt noch nicht, was es ist, weil ich glaube, viele wollen sie auch nicht spoilern lassen, meine Freunde. Deswegen sagt einfach jetzt mal, ihr müsst einfach an Pokémon Punkt denken, ne? Ihr wisst schon. Mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht, meine Freunde. Mehr sage ich nicht. Ich hätte auch sagen können, welche Generation oder sowas. Ich sage aber noch nicht, weil ich weiß manchmal, dass viele Leute auch gerne auch einfach sich sowas oder auch einfach Bilder angucken wollen und deswegen sage ich einfach jetzt mal nicht, was ich machen will. Da oben, da ist der richtige Ort. Da oben, da, sorry, bis gleich. Das tut mir sehr leid, meine Freunde, dass ich halt so ein bisschen gerade gebraucht habe, um meinen Arsch zu bewegen. Absicht mal, warte mal eben. Da waren wir auch schon drin. Hier müssen wir auch nicht hingehen. Nee, hier müssen wir auch nicht hingehen, meine Freunde. Hier ist so ein Labyrinth, glaube ich. Aber egal. Es geht hier rein, meine Freunde. Es geht hier rein, weil wir müssen nämlich hier reingehen. Und wir müssen auf A drücken, um zu kriechen. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Freunde. Sehr gut. Ja, aber ohne Scheiß. Es macht wirklich so doll Spaß gerade. Das Spiel auch hier zu displayen. Einfach so spielen. Ohne Scheiß. Und was zu sagen? Der Lego-Baum hat doch zu sich gerufen. Wir sollten uns beeilen. Richtig, richtig, richtig genau. Ja, gut durchdacht. Oh mein Gott, wir wurden getroffen. Okay, scheiße, ach egal. Warte mal eben, warte mal eben. Ist nicht schlimm. Alles Schlimme ist fast weg, aber wenn man mich gut verstehen kann, ist auch alles gut. Warte mal, so, warte mal eben. Jetzt gehen wir. Jetzt können wir uns perfekt hier reinschleichen. Jetzt gibt es das Item, was wir brauchen. Das ist einfach das Gute. Gutes Stück, meine Freunde. Das ist nämlich der Haus der alten wilden Brüder. Nein, Spaß. So, jetzt gehen wir mal eben hier ran. Dann gucken wir uns mal einfach um. Ja, yeah, und da haben wir das Schwert. Das ist das coole Kokiri-Schwert. Was wir natürlich brauchen, meine Freunde, um weiterzukommen in diesem coolen Spiel hier. Sehr gut, Dankeschön. Und das ist das Kokiri-Schwert. Sehr gut, das ist. Ach, einfach toll, meine Freunde. Ohne Scheiß. Ja, so muss es sein. Das Kokiri-Schwert. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja, wir haben aber schon begonnen. Okay, ich würde sagen, das ganze Schwert und das ganze Gedöns hier, das werden wir gleich ausrüsten. Wir haben nämlich gerade schon hier das Schwert und das Schild am Start. Aber wir werden es noch nicht ausrüsten, wir werden es erst ausrüsten, wenn wir es brauchen. Und dann werde ich auf jeden Fall auch glücklich. Und ich weiß nämlich auch schon, wann wir es bekommen. Und hier sind nochmal auf 5 Rubine. Meine Güte, ey. Habe ich schon wieder genug Geld, ne? Okay, aber auch coole auch Gegend, ne? Also diese coole Gegend mit diesen coolen Kugeln oder mit der kugelischen fetten Kugel schon irgendwie cool gemacht. Also die Idee ist auch mal der, ja, schon einfach eine gute Dasein, gute, einfach eine gute, einfach eine gute Umgebung hier, die mir auch gut gefällt. So eine Art Labyrinth kann man sagen, so eine Labyrinth Sache hier. Man muss versuchen einfach, ja, sich durch oder auch einfach durch die Kugel einfach davon irgendwie zu schleichen. Das ist einfach gut, meine Freunde. Man muss versuchen, sich nicht in die Kugel einfach oder auch einfach von der Kuh einfach anzuschleichen. Jetzt sind wir hier richtig, genau. Das ist der richtige Ort, meine Freunde. Ich weiß auch jetzt, wo ich hin muss, weil ich habe schon eine gute Orientierung hier im Dorf. Obwohl ich früher, vor ungefähr 3, 2 Jahren, habe ich mich nicht so gut ja, halt, hier im Video ausgekannt. Aber jetzt weiß ich ja genau, was ich hier machen muss. Und auch genau, was ich machen muss. Und jetzt sagt er hier uns, wir haben nichts Richtiges am Start. Aber wir können ja einfach jetzt genau vor ihm, also genau vor seiner Nase, können wir einfach jetzt hier das Schild anziehen, das Schild und das Schwert anziehen. Also einmal haben wir hier, einmal das haben wir. Zack, und da haben wir auch das Schwert, meine Freunde. Sehr gut. Und da guckst du, ne? Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild und du hast auch auf der Rücken und auf dem Rücken trägst du ein Schild, ein Schwert, Mann, ein Schwert.
Ja, unglaublich, das ist in der Tat das kokierisch wert. Heiliger Deko, wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass er Celia und nun auch der Dekobaum so viel Vertrauen zu dir haben. Grummel, Grummel. Ja, du bist halt ein bisschen pissig, du bist halt ein bisschen neidisch, kann man sagen, ne? Egal. Aber so neidische Barren und so neidische, wunderbare Viecher, die lassen uns einfach uns nicht. Die werden uns einfach jetzt mal nicht. Die lassen einfach nicht mal, die lassen uns einfach auf unseren Gedanken nicht ein. Wir lassen uns einfach nicht drauf ein, meine Freunde. Das ist einfach eine scheiß Sache, die sie machen. Genau wie der Ganon, genau wie der Ganon. Der ist genauso fucking frech, wie du falscher Fuchter, ey. Den Deko-Stab und wir haben ein neues Item bekommen. Wir haben das gute Item bekommen, den Deko-Stab. Damit kann man nämlich ganz viele Sachen anzünden, Feuer anzünden. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, meine Freunde. Verwende ihn, indem du, oder ja, wie auch immer, betätigst, drückst du A und packst du sowas einfach. Dann hast du einfach sowas, ne? Sehr gut. Toll, toll, toll. Das freut mich sehr. Jetzt sind wir endlich hier. Nach einer langen Zeit, nach fünf, nach ungefähr einer halben Stunde, aber egal, gut zu wissen. Warte mal eben. Deko Baum, ich bin zurückgekehrt. Ja. Das hat er toll gemacht. Oh Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Mario. Ich höre nun die Worte, die der Deko Baum hier, die zu sagen. Die Worte und die ganzen Sagen, die ich dir sagen muss und noch muss und so einfach will und sowas. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Ich muss aber euch was Wichtiges sagen, bevor ich sterbe. Das ist sonst so gefährlich für mich. Ey, bitte, bitte macht doch, was ich sage. Bitte, 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 vielen Dank. Die vergangenen Nächte müssen wirklich ruhelos und von hinteren Träumen geprägt werden sein. Diesen Typen da, die Diener des Bösen, zu einer Stärke gelangen werden, die Auserwählten von Albträumen geplagt. Das ist auch die widerfahren. Nur Mario T. Nun ist die Zeit gekommen, was es gilt, deine Mut zu prüfen. Ein Fluch lass auf mir. Deine Jugend und ja und Kraft sollte mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, können wir machen. Können wir sehr gerne machen, meine Freunde. Ich bin bereit. Jetzt geht dieser komische Mund. Ja, genau, es geht der komische Mundwinkel auf oder der komische Mundspalter und das ist einfach drin, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt. So sei es. Tritt ein, tapferer Maruti und auch du, Navi, in dieses coole Geschöpf ein, wo ich einfach drin bin. Unterstützt übrigens auch die gute Fee. Ach, okay, ich dachte, die Fee, die wäre nur für einen Tag da, habe ich gedacht, aber nee, die Fahr. Aber die fucking Fee ist wohl für immer da. Okay, das ist ja cool, dass die für immer für mich auch da ist. Sehr gut, das freut mich sehr. Und du, Maruti, höre mit Navis Worte, denn es sind deine Worte noch, sind die Worte. Der Weisheit natürlich auch. Okay, mache ich. Dann weiß ich ja Bescheid, meine Freunde. Wir können doch ganz gut reingehen, dann würde ich sagen. Wetten aber auch die Partner, wir halt schon wieder lange, lange unterwegs sind. Egal. So. Wir betreten jetzt dieses coole Geschäft und auch einfach diese coole Einrichtung einfach hier. Einfach diese coole Rätselsuche oder einfach diese ganze. Einfach diese komische und auch diese lustige Aufenthalt Räumlichkeit. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt sind wir im Dekobaum drin. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt den Dekobaum gerade von außen gesehen, halt und drin ein bisschen halt einfach mal umgeguckt. Und ich finde es einfach so toll. Ne? Es macht wirklich jetzt schon so doll Spaß hier. Und jetzt gefällt mir, also bis jetzt gefällt mir schon das Let's Play sehr gut hier. Ich habe zwar ein bisschen zu viel gelabert am Anfang des Parts, aber ich hatte bis jetzt auch echt ganz schön viel Spaß gehabt hier, also bis jetzt, bis halt hierhin. Und ich habe ein bisschen mehr auch geschafft als beim letzten Part, weil ich habe jetzt mal erst zu viel, auch viel gelabert, aber halt hier habe ich halt auch ganz schön viel gelabert, aber ich habe aber auch viel geschafft natürlich in diesen 35 Minuten. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Die Nüsse berühren damit, ja, und den unteren Bildschirm, um das Item-Menü zu eröffnen. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Platziere die Nüsse auf irgendeine Zahl, auf jeden Fall. Vielen Dank, mache ich auf jeden Fall. Löffel, vielen Dank, sehr gut, danke schön. Wirf eine Dekonuss oder wirf einfach eine Dekonuss mit Hilfe von irgendeinem Knopf auf jeden Fall und dann halt, um halt einfach dann diese komische Nuss zu aktivieren oder auch einfach irgendwas mitzumachen. Genau, man kann nämlich damit Gegner knallen und auch einfach
paralysieren, ich kann das Wort nicht aussprechen, oder einfach elektrisieren, paralysieren oder pyrolysieren. Ja, okay, aber egal. So, ihr wisst ja auch, dass das hier zu tun ist. Wir müssen, das ist auch, und das weiß man jetzt vielleicht nicht als Nicht-Zeit erkennen, aber wir sind nicht gerade immer in Dungeon. Wir sind gerade immer in Dungeon, meine Freunde. Und das ist der erste Dungeon hier übrigens. Das ist nämlich der Dekobaum. Das ist der erste Dungeon des Spiels, müsst ihr wissen. Es gibt mehrere diese Dungeon oder auch in diesem Spiel. Und wir müssen halt mehrere wirklich auch einfach erklimmen und auch einfach wirklich versuchen, wirklich auch einfach, ja, durchzuwachen oder auch einfach sie abzuschließen. Das kann man auch sagen. Und wir haben übrigens die Labyrinthkarte bekommen. Ja, das freue ich sehr, meine Freunde, dass wir die Labyrinthkarte bekommen haben. Und damit kann man nämlich unten auf dem Touchscreen sehen, dass ich da, wo noch nicht diese komischen blau gemarkierten Punkte sind oder wo die komischen Einblendungen sind, da war ich halt noch nicht, wo nicht die einblauen, die blauen Punkte sind oder die ganzen komischen Punkte Einblendungen sind. Da war ich noch nicht. Blaue Räume sind, genau, das meine ich ja hier. Blaue Räume sind meistens aufgesucht oder sind bereits aufgesucht, sind bereits aufgesucht, und blinkende Räume oder das komische Graue, was man halt noch nicht erkundet hat, das sind halt noch Orte, die wir halt noch nicht erkundet haben. Genau. Hier sieht man es ja auch. Dieses Graue, das man noch nicht kennt, oder da, wo es halt grau ist, da aber nicht, aber wenn es halt blinkt, also wo wir halt gerade sind, das ist halt türkis. Aber wenn es halt blinkt, dann heißt es auch noch extra noch, dass wir da drin, dass wir uns halt da befinden, meine Freunde, in diesem komischen Ort. Und man kann übrigens auch, übrigens, wenn man einen Kompass bekommt, kann man übrigens auch wissen oder auch einfach schon gucken. Wenn man halt manchmal auch ein bisschen drauf achtet, dann kann man nämlich auch mit dem Kompass sehen, wo ich halt mich befinde, wo ich halt einfach mich bewege und wo man einfach genau ist. Also ich weiß halt genau dann, wo dann halt auch einfach meine Figur sich befindet beim Kompass. Aber den Kompass haben wir halt allerdings nicht. Aber es ist egal, so zu wissen. Also auf das Aktionssymbol. Das ist das Symbol des A-Knopfes auf dem unteren Bildschirm. Okay, also. Für da wir enden meine Part, meine Freunde, weil die einfach jetzt schon Look gemacht haben, meine Freunde. Der Part hat noch echt sehr, sehr gut gefallen. Hier kann man nämlich auch ein cooles Spiel machen mit der Dame hier. Deswegen, ja komm, wir machen hier mal und dann hören wir auch auf mit diesem Part hier, meine Freunde. Komm. Komm mal her, du Stückscheiße. Und wir haben dich getroffen. Wir haben dich verdammt nochmal getroffen, okay? Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Zelda. Ocarina of Time, meine Freunde. Oh, komm, ey. Ja, ich komm her. Ach komm, die Fresse, ey. So ein Scheiß, ey. Ach komm, schon. Endlich habe ich diesen Dreckskerl getroffen. Bis zum nächsten Mal, weil es besser